Und hallo, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Ja, die Frames sehen jetzt wieder stabil aus, denn ich habe einen neuen Computer. So, und ich musste natürlich noch warten damit, weil gestern wurde den ganzen Tag bei mir Rasen gemäht. Bei der Wohnung. Wo war ich denn eigentlich? Ich wollte in die Richtung. Da hat es noch ein Fragezeichen. Was mit Chor nach Eos reisen? Das ist dort oben. Ich bin eigentlich gänzlich falsch. Weiß zufälligerweise irgendjemand, wo ich mein... Also, super eingepackt. Gehen wir doch gleich mal gucken. Irgendwo muss ich gerade noch einmal gucken. Jawohl, irgendwo da in der Nähe sollte noch mal ein Fragezeichen sein. Ja, wie gesagt, bin zurück mit einem neuen Rechner. Sieht auch schon wesentlich stabiler aus als mit 5 beschissenen Frames. Hier, das wäre dann das Fragezeichen. Damit wäre das schon, die lassen uns ja eigentlich in Ruhe. Die lassen uns in Ruhe. Okay. Dann einmal auf den Hügel. Ich muss mit der Steuerung erstmal wieder klarkommen. Ich muss ganz kurz Spieleinstellungen. Audio. Eigentlich das ein bisschen zurückstellen und das noch ein bisschen zurückstellen. Jawohl. Weil die Musik war ein bisschen lauter, also die Effekte. Ich glaube, das ist CatTech. Halten Sie die Augen offen. Ohne Grip kommt man hier nicht hoch. Ohne Grip kommt man hier nicht hoch. Ernsthaft. Ich komme jetzt nicht hoch. Das ist zu steil. Ach. Aber hier, ja. Jetzt habe ich es ganz verkackt. Gut. Dann gehen wir halt unkonventionelle Route. Sieht schon mal ein bisschen flüssiger aus. Ich muss auch erst wieder mal reinkommen. Nein, versteckt. Ja. Der Oberfritze. Wow. Was ist das für eine heftige Granate? Du gehörst zu mir. Du bist Brock. Gut. Ja, Drake kümmert sich schon bereits um. So. Das dürfte der letzte gewesen sein. Noch ein Unsicht. Granate! Veteran, eine Granate fliegt gerade mal 3-4 Meter. Auf 20 Meter kannst du es vergessen. Waffenmods, nochmal Überreste. Ich brauche theoretisch eigentlich nichts mehr einsammeln. Was habe ich eigentlich für ein Level? 58.
Das heißt, ich kann mir schon bald wieder die nächsten Waffenstufen freischalten und bauen. Freue ich mich schon. So. Dort oben. Ja, okay. Ja, dort war ich, glaube ich, schon mal. Als ich Eos zu seiner Zeit erkundet habe. Wenn wir gerade mal noch... Ja, hängen wir fest. Das kommt davon, wenn man über Stock und Stein fährt. So. Das ist zu steil, hm? Da wäre ein kleiner Außenposten. Aber da kann ich nach oben. Tja, ich muss noch mal ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ich habe da noch ein kleines Problem. Ich vermisse es, einfach nur aus Spaß zu klettern. Die Übertragung ist hier stark und ohne Störung, Pathfinder. Dann sind wir wohl am Ziel. Gut. Weil zurzeit spiele ich auf einem Monitor, den ich eigentlich nicht benutzen wollte, aber ich habe Probleme mit der Skalierung. Ernsthaft? In einem Rauch sich zu verstecken, wo gerade mal man seine Silhouette sieht. Wer stirbt wohl zuerst? Und Relic-Technologie. Oh, noch ein Gesalbter. Okay, einer. Lade nach, habe gerne noch 5 Schuss übrig. Hab noch 4 Schuss übrig. Gut, ich vermute mal, das war's. Ich habe genau noch einen Schuss. Oh. Lade nach. So, haben wir wieder volle Munition. Niemand war vor uns hier? Ja, die Kette waren vorher. Oh. Einmal Audiolog. Was haben wir denn hier schönes? Audiologs. Der Aufstieg hat unsere Vorfahren von Problemen und Sorgen erlöst. Dieses wundervolle Geschenk gestattet es uns, jetzt auch andere zu erheben und an der genetischen Fülle dieser Galaxie teilzuhaben. Aber der Archon will das, was Helios zu bieten hat, selbstsüchtig horten. Nachrichten vom Band? Sollte wahrscheinlich an die Kett gesendet werden. Haben wir gerade eine Widerstandszelle ausgelöscht? Ah, das Audiolog, das wir eigentlich... Wir haben es gefunden. Sieht aus wie eine Kommunikationskonsole. Von hier wurden die Nachrichten wahrscheinlich gesendet. Es muss hier noch mehr geben. Das kann nicht alles sein. Sie haben mich also gefunden. Sie sind eine zielstrebige Kreatur, Pathfinder. Jetzt verstehe ich. Mit ihrer Entschlossenheit können die Kett diese Galaxie beherrschen. Nicht in meiner Schicht, Arschloch. Dieses Getue hilft niemandem. Unsere Konfrontation ist unvermeidlich, steht aber nicht unmittelbar bevor. Ich habe mich nicht einfach so als Verräter zu erkennen gegeben. Ich habe es nur getan, weil ich darin einen gemeinsamen Vorteil sehe. Den Archon loszuwerden. Die Reliktbesessenheit des Archon erzeugt Chaos und gefährdet alles, wofür wir gearbeitet haben. Das muss ein Ende haben. Also sie will den Archon stürzen.
Verstehe, da bin ich gern behilflich, aber ich werde es nicht zulassen, dass die Archon hier sesshaft werden. Kraus hört sich gut an. Und ich nehme an, dafür wollen Sie meine Hilfe. Ich bin ein Cat. Ich brauche keine Hilfe. Ich würde sie als Werkzeug einsetzen, um die Vernichtung des Archon zu beschleunigen. Ich muss lediglich dafür sorgen, dass nichts zwischen Ihnen und Ihrem Ziel steht. Sobald er beseitigt ist, sind die Relikte für uns nicht mehr von Belang. Wir werden unsere Aufgabe hier erfüllen und weiterziehen. Den Aufstieg. Eines Tages werden Sie zur Familie gehören. Bis dahin können Sie ruhig kämpfen, falls Sie es für erforderlich halten. Aber ich biete eine Atempause in diesem Konflikt an, damit Sie einen gemeinsamen Feind vernichten können. Nehmen Sie an, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Wir brauchen keine Kettbetrüger. Seien Sie clever, Kleiner. Warum hassen Sie den Archon? Achso, das ist ein, ich nehme Ihr Angebot an. Was haben Sie gegen den Archon? Der Archon sagt, er würde Meridian benutzen, um diesen Cluster zu beherrschen. Er sagt, Meridian würde uns den Sieg bringen. Aber wir haben nie Relikte gebraucht, um siegreich zu sein. Nein, er will mehr. Seine Ziele sind offensichtlich. Und das sehe nicht nur ich so. Also, weil Sie einen Freidenker in Ihrer Gruppe haben, wollen Sie ihn gleich wieder loswerden. Was genau bringt mir diese Vereinbarung? Schon bald wird der Archon mir befehlen, Sie zu vernichten. Wenn es soweit ist, werde ich es Ihnen ermöglichen, mein Schiff außer Gefecht zu setzen. Sie könnten mich auch einfach in Ruhe lassen. Und sollte es Ihnen nicht gelingen, den Archon zu beseitigen, tritt mein Verrat zutage. Clever. Also, jetzt habe ich wieder die Entscheidung. Vetro würde die Hilfe annehmen. Drake natürlich nicht. Und wir wissen auch warum, weil sie seine Kroganer-Kollegen transformiert haben. Ich stehe jetzt an dem Punkt. Nehme ich an, oder Deal or No Deal? Und ich würde auch schon fast sagen, damit wir nicht hintergangen werden, kein Deal. Wir paktieren nicht mit Cat. Niemals. Wie Sie meinen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, meine Nachrichten zu verfolgen. Denn mehr ist für Sie nicht mehr drin. Leben Sie wohl, Pathfinder. Es wird kein weiteres Gespräch geben. Ich habe mich entschieden. Der Archon dient nicht den Interessen der Cat, sondern nur seinen eigenen. Er vergeudet unsere Zeit mit den Relikten, behält aber jegliches Wissen für sich. Das ist das Verhalten eines Verräters, nicht das eines wahren Cat. Der Archon denkt, Meridian würde ihm Macht verleihen. Es würde ihn zum Meister der Relikte machen, zu ihrem einzigen Meister. Doch worauf wird der Blick des Verräters fallen, wenn sich Helios unterwirft? Denkt nach! Begreift! Unsere Heimat ist in Gefahr! Gut, das wurde bisher noch nie erwähnt. Warum ist die Heimat in Gefahr? Aber dennoch, mit Cat, zwar ist der Feind meines Feindes mein Freund, aber hier herrscht es um die gleiche Rasse und sie wollen eigentlich nur einen Freidenker beseitigen. Was ich mir jetzt wieder schwer tue. Dann werde ich hier eigentlich fertig mit der Nachrichtenspur finden. Dann werde ich... Dann muss ich mich mit... muss ich Sarah austauschen. Na komm. Wir wussten, dass Versprechen sterben würde. Und alles, was wir tun konnten, war dabei zuzusehen. Anlage Eis 1. Okay. Ausstattung. Nomad Ausstattung. Und zwar.
Wenn wir sie schnell durch Cora ersetzen. Muss mich erst wieder mal an die neue Tastaturbelegung dran gewöhnen, weil ich habe in Zwischenzeit wieder was anderes gespielt. Vielleicht sollte ich das auch. So. Ja, die Strahlungsemitter bräuchten wir eigentlich nicht mehr. Und natürlich fahren wir hier zuerst mal noch einen Mist zusammen. Ernsthaft? Hier ist es. Sind Sie bereit für das, was ich Ihnen zu zeigen habe? Zuerst einmal. Das war ein Kryoschuss. Komme ich hier eigentlich? Nein, komm ich nicht. So. Naja, das hätten wir. Und wegen dem Scheiß habe ich hier noch Munition verbraucht. Ja, also dann, Cora, zeig mir, was du mir zeigen willst. Also, wo ist Ihr Geheimprojekt? Geduld. Ein Erdreichwandler. Kein Reliktterraformer, aber er verwandelt Sand in fruchtbaren Boden. Irgendwann. Mit ein paar Samen und Regen wird es ein Garten. Richtig. Sie wollten ja einen eigenen Garten. Es wird dauern. Vielleicht länger, als ich lebe. Aber das macht nichts. Asari denken in Jahrhunderten. Man legt den Grundstein und tritt dann beiseite. Vielleicht entsteht etwas, das man nie erwartet hätte. Die Pathfinder-Ausbildung war mein Grundstein. Sie hat mir eine Galaxie voller Möglichkeiten eröffnet. Ich brauche niemandes Plan. Nur einen guten Anfang. Die ersten Samen eines Gartens. Angelegt mit meinem Freund. Ich bin nicht für Gartenarbeit gekleidet. Was für Samen haben Sie? Was pflanzen wir an? Wüstenblumen und Gräser aus der Milchstraße. In Farben, für die wir nicht mal Namen haben. Und wenn der Boden soweit ist, Rosen, eines Tages. Bereit? Eins, zwei. Und jetzt kommt ein Windstoß. Eine Kiste. Die hat geleuchtet. Ja, sie will hier in seinen Garten aufmachen. Kann sie machen. Wäre kein Problem. Wenn die Kirche nicht wären. Unter anderem. So, wir sind auf Eos dann ja mal wieder fertig. Und können eigentlich zurück aufs Schiff. Muss gerade überlegen, wie nochmal das geht. Exfiltration. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt.
Schön, schön. Hallo. Hallo. Da hätte ich jetzt eigentlich nur Benennung der Toten. Da fehlt mir, glaube ich, nur noch einen einzigen. Aber wie das so ist, mit einem einzigen... Grab zu finden. Hat hier irgendjemand noch... Nö. Okay, habe ich neue E-Mail? Zwei neue E-Mails. So, das Garten, nochmal danke, dass Sie mitgekommen sind, falls es Sie interessiert. Wir haben vorher Pflanzen ausgesät. Tiral Achana, Handvoll Wasser, eine Pflanze von Ranoch. Gemeine ist Irsal, eine Blume von Tessia, die nach Honig riecht. Okay, Spitzenflieder, eine Blume, die auf Eden Prime gefunden wurde. Und noch ein paar andere. Wie gehen Sie? Und zwar von Lexi. Hallo Ryder. Nach unserem letzten Gespräch hielten Sam und ich es für das Beste, gemeinsam einen Crashkurs zur Geschichte der KI zu machen, um unsere jeweiligen Sichtweise besser zu verstehen. Das war sehr hilfreich, um die Gemeinsamkeiten, aber auch die unterschiedlichen zwischen Sam und den Geth zu erkennen. Die Geth haben die Quarianer zum Überleben nicht gebraucht, aber Sam kann seine Primärfunktion nicht ohne einen Pathfinder erfüllen. Es gefällt mir immer noch nicht, dass Sam bei ihnen einen Herzstillstand auslösen kann, aber ich habe keine Albträume mehr, dass er rücksichtslos mit ihrem Leben spielt. Stimmt, da war ja was. Dann haben wir das auch beendet. Was gibt es denn eigentlich noch? Wir haben eigentlich alle Archen gefunden. Reise nach Meridian. Hier haben wir noch drei offene. Hier haben wir noch einen offen. Hier haben wir noch einen offen. Und hier haben wir noch... Oh, Togesan. Können wir noch erforschen. Und natürlich können wir diese Sequenz nicht überspringen. Aber es sieht geil aus. Sehr wenig Signalverkehr hier. Es ist ziemlich abgelegen. Ich frage mich, welchen Blick auf die Milchstraße man wohl hier draußen hätte. Anomalie auf den Sensoren. Ja. Empfange Daten vom Asteroidengürtel. Das ist wahrscheinlich Eisen oder... ein zerstörtes Questschiff. Ketchup. Ein Landungsschiff. Billion. Aber das ist ja gleich nebenan. Stopp, schon zu weit. Da gibt es nichts. Ich empfange etwas. Ernsthaft? Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. Ja, okay. Das heißt, jetzt in jedem Asteroidengürtel hat es noch etwas drin. Trümmer. Das heißt, hier auch noch. Ja. Sonde gestartet. Das. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Natürlich. Mir kistelt gerade die Nase. Aluminiumvorkommen. Ich sag doch, dass mir die Nase kitzelt. War wow, okay. Der sieht bombardiert aus. Und wie es aussieht, muss ich noch einmal. Ich entschuldige mich ganz kurz. Falsche Tastatur. Und das werden der letzte, wenn wir uns das ansehen. Oh.
weil ich habe keinen Mute-Knopf. Habe ich auch schon seit längerem gesagt, dass so einer fehlt. So, Tokesan, das wäre eigentlich der Planet zum besagten System. Ziemlich außerhalb, aber auch nichts Nennenswertes. 100%. Sonst haben wir hier eigentlich nichts mehr. Dann werden wir mal eben auf Nexus zurückkehren. Und da müssten wir eigentlich theoretisch die Turiana willkommen heißen. Frage ist, ob jetzt alle Archen dort angedockt sind oder nicht. So. War das noch was? Nein. So, wie sieht es bei der Nexus aus? In der Nexus sind jetzt tatsächlich 3 Archen. Mensch, Salirianer und glaub... Naja, eine fehlt. Die Reise nochmal, Leben im Grenzgebiet, Aufgabe, Weg eines Helden. Und sie wird sogar angezeigt, dass alle 3 hier sind. Aber die Station wird riesig. Auch interessant, dass alles so hell gebaut wird. Aber es sind ja auch interessanterweise nur gerade mal 4 Alienrassen auf diesem Schiff, und in der Milchstraße wären da eigentlich mehr. 5, wenn man die... Sie hören HNS, Ihren... Was gibt es hier? Spender aufgeflogen. William Spender, der stellvertretende Direktor der Kolonieverwaltung, wurde entlassen, nachdem herauskam, dass er Vorräte den Nexus gestohlen und sie zu Exilanten geschmuggelt hatte. Er befindet sich derzeit in Gewahrsam und wartet auf die Verkündung des Strafmaßes. Turianische Arche gefunden. Die Turianische Arche wurde gefunden, aber der turianische Pathfinder Macon Barrow kam Berichten zufolge ums Leben, während er die Arche zu dem Planeten führte. Sein Nachfolger als Pathfinder wird vermutlich der ehemalige Spectre Avitus Rix antreten. Und die Salirianische Arche. Die Initiative hat die Salirianische Arche gefunden. Berichten zufolge war die Parcero im Tafana-System von Cat-Einheiten abgefangen worden. Trotz unseren Bitten um eine Stellungnahme weigern sie sich, offiziellen Stellen Einzelheiten über den Zustand der Arche oder ihrer Passagiere preiszugeben. Sie haben jedoch bestätigt, dass der salaranische Pathfinder noch am Leben ist. Ungeachtet der noch offenen Fragen bereitet sich die Nexus derzeit auf einen möglichen Zustrom salaranischer Siedler vor. Okay. Hey, ich bin's. Carrie ist Produzent. Ach ja, sie hat ja ein Problem. Hakim, Carrie ist Produzent. Ich bin derjenige, der sie in der Dokumentation so umwerfend aussehen lässt. Ja. Es gibt allerdings ein Problem. Carrie wurde wegen aufrührerischen Verhaltens verhaftet. Sie sitzt in einer Zelle im Hauptquartier der Miliz. Könnten Sie vielleicht mal bei ihr vorbeischauen? Ein Besuch von Ihnen könnte einiges bewirken. Vergessen Sie es nicht. Carrie sitzt in einer Zelle der Miliz. Danke. Sie würde sich über Ihren Besuch bestimmt freuen. Okay. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Das ist lächerlich. Warum sollte er das sagen? Vielleicht wollte er ehrlich sein. Er war bloß ein Arsch. Ernsthaft? Hier stehen Menschen vor mir. Der eine hatte gerade eine salaranische Stimme, der andere eine turianische. Ein Fehler gefunden. Wir haben 600 Jahre geschlafen, aber im Moment könnte ich problemlos 600 weitere anhängen. Ach, das Einzige, was ich vermisse, sind etwas die kompulenteren Figuren. Pathfinder? Hey!
Yay, Fahrzeughändler.